Du hast gerade erklärt, dass das Selbst ja auch durch die Wahrnehmung der anderen aufgebaut wird oder geformt wird. Da würde ich mir dann natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung wünschen. Wie funktioniert das denn? Das, was du ansprichst, ist das sogenannte Identitätsmanagement. Und das findet statt durch Identitätspostulate, was erstmal etwas seltsam klingt. Tatsächlich geht es um ganz einfaches Teilen von Musik, von Filmen, die ich gesehen habe, von Büchern, die ich gelesen habe. Da gibt es ja inzwischen ganz viele Plattformen, die das abbilden. Bei Spotify kann ich Playlisten zusammenstellen, bei Goodreads kann ich Bücherlisten, die ich gelesen habe, ich kann sie bewerten. Bei Facebook kann ich Restaurants bewerten. Jedes Stück davon, was ich poste, ist ein Identitätspostulat. Und das findet natürlich statt im Spannungsfeld zwischen meinen Eigeninteressen, also was interessiert mich wirklich, aber ich habe natürlich immer auch im Hinterkopf, was meine Zielgruppe, das heißt meine Freunde und meine Kontakte interessieren könnte, damit ich natürlich ein bisschen mehr Likes und mehr Kommentare vielleicht auch da auslösen kann. Also wenn ich jetzt was poste und da gar kein oder nur ein Like für bekomme, heißt das, dass ich dann nicht die Interessen meiner Zielgruppe treffe? Das hängt natürlich zum einen ein bisschen davon ab, wie viele Kontakte du tatsächlich hast. Aber im Großen und Ganzen kann ich dich da sehr beruhigen. Es ist in der Tat so, dass es da etwas gibt, das heißt die Nielsen-Pyramide. Und die besagt, dass von 100 Freunden, die ich habe, eigentlich einer nur wirklich aktiv postet. 9 vielleicht kommentieren oder liken und 90 von den 100, die lesen nur. Die reagieren eigentlich gar nicht, die lurken, die gucken so überall drüber, aber sind selbst überhaupt nicht aktiv. Das heißt, je nachdem, wie viele Freunde hast, ist ein Like auch schon ganz in Ordnung. Du hast gerade Lurken oder Lurker gesagt. Das habe ich schon öfter gehört. Was heißt das eigentlich genau? Lurker sind die Leute, die sich überhaupt nicht selber zu sehen geben, sondern die nur passiv im Netz lesen. Also die lesen alles wahrscheinlich sogar. Ich habe eine Kollegin, die liest alles, hat noch nicht jemals irgendwas von mir kommentiert oder geliked, aber spricht mich regelmäßig im Büroflur an. Super Posting, hat mir sehr gefallen. Also die sind wirklich im Netz einfach, sie wollen nicht gesehen werden, aus welchen Gründen auch immer.